Danke, Frau Präsidentin, Frau Rechnungshofpräsidentin, geschätzte Zuseher und Zuseherinnen, geschätzte Kollegen. Der Rechnungshof überprüfte das barrierefreie Arbeiten der Studierenden an den Universitäten der BOKU in Wien und an der TU Graz der Jahre 2015 bis 2020. Was das Arbeiten angeht, lässt sich durch den Bericht des Rechnungshofes ein schlechtes Bild zeichnen, denn die Universitäten beschäftigen deutlich weniger Menschen mit Behinderung, als sie gemäß dem Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet werden. Laut Behinderteneinstellungsgesetz ist nämlich auf je 25 Bedienstete mindestens ein begünstigter Behinderter einzustellen oder eine Ausgleichstaxe zu leisten. Für die beiden überprüften Universitäten heißt das, die BOKU Wien muss 1,63 Millionen Euro und die TU Graz 2,02 Millionen Euro zahlen. Das sind wirklich enorme Summen, weshalb der Rechnungshof auch empfiehlt, der Beschäftigungspflicht stärker nachzukommen, denn damit kann man derartig hohe Zahlungen in Zukunft vermeiden. Meine persönliche Empfehlung daher wäre, auch die Schaffung von individualisierten Arbeitsplätzen für Menschen mit einer Behinderung. Im Bereich der Landesverteidigung funktioniert das nämlich sehr gut, denn hier wird der Arbeitsplatz spezifisch auf die jeweilige Person zugeschnitten. Auch im Bereich des Studierens ortet der Rechnungshof Verbesserungsbedarf. Im Jahr 2019 gab es österreichweit 39.100 Studierende mit studienerschwerenden Beeinträchtigungen. Studienerschwerende Beeinträchtigungen heißt jedoch nicht Behinderung, sondern beispielsweise fallen sogar auch psychische Beeinträchtigungen oder Allergien oder Probleme der Atemwege dazu. Die beiden Universitäten sollten daher künftig Strategien entwickeln, um den Bekanntheitsgrad der Unterstützungsstellen für Studierende mit Behinderung zu erhöhen. Bildungsminister Polaschek meinte bereits im Ausschuss, dass er die Empfehlungen des Rechnungshofes umsetzen werde. Ich bin sehr gespannt, wie er das bewältigen möchte, denn das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat laut meiner Anfragebeantwortung Stand 13. Oktober 2022 selbst um 1203 Angestellte mit Behinderung zu wenig und erfüllt somit grundsätzlich die Einstellungspflicht nicht. Ausgleichstaxe muss das Bildungsministerium aber dennoch nicht leisten, da der Bund als eine Einheit zählt und die anderen Ministerien teilweise die Quote übertreffen. Ich hoffe auf eine baldige Verbesserung zum Wohle der Menschen, die es nicht so leicht haben im täglichen Leben. Danke.